Alter! Was soll das? Eine Blitzung von deinem belegten Zäpfchen kratzt doch keinen! Wieso? Ist doch wie ein Bild von deinem Pippi, Mann! Pass doch auf, wo du langfällst! Meine Oma skatet besser als du und die sitzt im Elektroschopper! Ich komm dir gleich rüber, du Frechdachs! Halt den Wagen an! Kannst du knicken? Hast du vergessen, dass im Wagen gar kein Fahrer sitzt? Und wie halten wir an? Ist doch ganz easy! Was soll ich tun? Im richtigen Moment die Kuppen einziehen! Ja. Du hast recht, das war extrem easy, aber wie halten wir jetzt die Möhre an? Das ist ja nun absolut über easy. Wir warten, bis er einmal den Globus umkurvt hat und dann bums, Waldemar. Also wirklich, ich muss schon sagen, du bist ein echtes Genie. Ja, ich weiß. Hab mich geirrt, du bist doch nur eine Vollwurst. Was machen wir denn jetzt? Naja, jetzt wird halt abgetrampt. Hallo, Jungs! Versucht ihr einen Wagen anzuhalten? Nein, wir spielen hier Bowling. Was denken Sie denn? Ich liebe es, wenn ab und zu ein Scherz gemacht wird. Ich würde euch gern mitnehmen, aber leider ist die Rückbank schon besetzt. Das ist das Super WC 3000, das Neueste aus der Toilettenforschung. Wenn ihr das Super WC 3000 verkauft, dann könnt ihr mitfahren. Dann wäre hier Platz für euch. Merkst du was? Wir wollen keine Lokusse verkaufen, wir wollen mitgenommen werden. So, so. Dein Freund sieht ein wenig intelligenter aus. Was würde er denn dazu sagen? Wie kommst du dazu, deinen Fuß unter meinen Reifen zu setzen? Willst du, dass ich einen Platten kriege? Okay, wir verhökern die Schüssel und dann kriegen wir die Rückbank. Richtig? Hey, du bist ja doch nicht so dumm, wie du aussiehst. Aber vergiss nicht, ich will mindestens 10.000 dafür haben. Das ist ein Wunderwerk der Technik. Das ist doch ein Picknick im Park. Sie glauben gar nicht, wie schwer es ist, heutzutage billige Arbeitskräfte zu finden. Und schön die Stellung halten, wir sind gleich wieder da. Nicht, dass du dir einen Leistenbruch zuziehst. Hier, halt mal. 2 Minuten und die Sache ist im Kasten. Alter, und mir wächst hier schon der Megabuckel. Ja, weil du diesmal das Denkzentrum von Skanze bist. Los, ihr werdet auf der Stelle wieder hier verschwinden. Wir mögen keine Fremden. Das hast du brav gemacht, Waldi. Und jetzt kusch, kusch, hör aufs Herrchen. Hast du das gesehen? Eine grunzende Töle. Auf was für einem Planeten lebe ich hier eigentlich? Was wollt ihr auf meinem Land? Was wollt ihr hier? Ich hab euch noch nie zuvor gesehen. Ich will ihm nur ganz freundlich eine Frage stellen. Also schön, ihr Oberflöten. Das Ding kostet 10.000 Glocken. Her damit. Wie kriegen Drücker es hin, ihr Zeug zu verticken, ohne die harte Kelle zu kassieren? Na Logen, sie machen Fernsehwerbung! Hallöle, ihr lieben Mauersleut, ich herzlich euch begrüße heute auf dem Homeshopping-Kanal für alle Talkshow-Geschädigten. Ich habe immer davon geträumt, einen Fernseher zu haben. Und hier ist der Superdeal des Tages, das WC 3000. Ultramodern, mega hip und benutzerfreundlich für den Herrn, für die Dame, für das Kind. Die Farbe finde ich besonders schön. Ist er auch? Findest du nicht auch, Silvio? Die ist wirklich blendy. Und wenn Sie ganz lieb sind, dürfen Sie das Teil auch mal anfingern. Wirklich? Ja. Also, ich darf es wirklich antatschen. Nur keinen Zwang antun. Es sieht schön aus, wirklich schön. Es sieht schön aus und ist modemäßig voll trendy. Probieren Sie ruhig echtes Quellwasser aus den hiesigen Bergen. Schmeckt anders als andere Klos. Na, sag ich doch, Traktorzuscher. Also fassen wir zusammen. Es sieht gut aus und es schmeckt gut. Mit nur günstigen 10.000 Tacken machen Sie sich zum glücklichen Ackerpflüger. Silvi Maus, das war doch nur ein Späßchen. Noch nicht überzeugt, was? Das liegt daran, dass Sie noch nicht dem Baby all seine Raffinessen gesehen haben. Diese sensationelle Spülschüssel ist mit der neuesten Technologie ausgestattet. Was soll das sein? Das brauchen wir nicht. Wir haben doch schon eine Toilette. Und ist sie nicht eine Schönheit? Nehmen Sie sich doch etwas Stuhl. Ist das nicht viel besser? Und jetzt mal nicht so rumzappeln. Pushen aus. Voll relaxing ist angesagt. Junge, der Mief geht, aber das Beißen in den Augen. Jetzt kommt unser WC 3000 zum Einsatz. Heiliger Heugabel. Das ist ja genauso, als würdest du mir die Füße lecken, Silvio. Das ist gar nicht gut, es riecht nicht mehr wie vorher. Gibt es einen Ort, wo du jetzt lieber sein würdest? Natürlich, in meiner Hundehütte. Dann sei ein lieber Pfiffi und dackel in deine Hundebauze. Tschüss dann. Hau rein, Hundibundi. Meine Güte, der Köter hat einen IQ von einem Knoblauchcrouton. Und du wirst mich begleiten. Oh, lass deine Kuppen an deiner eigenen Lende. Hör auf, mich zu befingern. Jetzt sehen Sie sich das mal an. Damit pflügt sich Ihr Feld wie ganz von selbst. Na, Opa, ist das nicht phänomenalös, was der Apparillo kann? Das habe ich wirklich noch nirgendwo gesehen, ganz ehrlich. Was sagst du dazu, Silvio? Ja, da schiebst du Optik, wie?
ihr, was ich denke? Eins haben wir noch vergessen, die im Preis inbegriffene Superfernbedienung für einfachsten Bedienkomfort. Hau rein, kleines Klosett! Flüge, was das Zeug hält! Wo hat sich die Brille verstochen? Das gibt's einfach! Das, mein haariger Kollege. Einmal erlebt, immer wieder weniger. Halt die Klappe! Pass bloß auf, wenn's noch ein Problem gibt, bist du eine tote Ente. Das kann man nun wirklich nicht als Problem bezeichnen. Oh, doch, das kann ich schon. Nee, kannst du nicht. Ich seh's aber als Problem. Hey, wartet! Wo wollt ihr denn hin? Wartet! Wisst ihr was? Ich hab euch noch gar nicht alles gezeigt. Na schön, Sie haben's nicht anders verdient. Ich werde sie mir jetzt richtig zur Brust nehmen. Dieses kleine Wunderwerk der Technik ist auch noch ein Münsterkleinerer. Nein, ich werde sie mir nicht nur zur Brust nehmen, ich werde sie auch noch Müll zerkleinern. Gib mal alle her, wir sind kurz davor, das Geschäft abzuschließen. Das sind ja meine Kaustängel, lass sie fallen. Okay, locker in die Wundertüte. Silvio, du bist ja auf einmal so klein, aber du siehst doch irgendwie viel niedlicher aus, süß. Also gut, Jungs, ich kaufe eure Wundertoilette. Ihr habt mich überzeugt. Wurde ja auch Zeit. Jetzt reicht's aber, mich nicht anmachen. Abflug! Ich wusste, dass ihr zwei Spitze seid. Auf Sicherheit, ja, los, Mann, die Flammi!